Und wollte euch auf drei einhalb Dinge ansprechen. Einmal natürlich auf Corona und Omikron kommen wir nicht dran vorbei, ist noch nicht vorbei die Sache und einiges nervt auch mich mittlerweile. Ne? Ihr seht das an meinem Oberbekleidungen, an meinen T-Shirts, das werden immer mehr. Ne? Und hier ist mal so eins. Ne? Und das weist auf diverse nötige, immer noch nötige und umso nötigere Dinge hin. Da die Damen und Herren, Impfgegner, Corona-Leugner, Querdenker und ähnliche Verwirrte ja auch immer mal meinen, mich persönlich im Internet, auf Facebook und auf Twitter mehr oder weniger real bedrohen zu müssen oder zu dürfen, hatte ich ja auch denen bereits ein Kleidungsstück gewidmet. Das kennt ihr eventuell schon, ne? Und ich zeige es aber gern nochmal. Ne? Und ich werde euch auch noch ein kleines Schaubild dazu einblenden. Und dazu möchte ich auch mal noch einen weiteren Aspekt einbringen. Es gibt nämlich Menschen, die aus realen medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder wo das zumindest ein großes und nicht überschaubares Risiko wäre. Also die nicht ein Leiden haben, das sich Verschwörungstheorie nennt oder ein Leiden, das in einem kindischen Trotzdenken verhaftet ist oder einer Ideologie, die sehr weit, ja, sondern Menschen mit echten medizinischen Gründen, auch die gibt es. Und diese Menschen sind ja, dieser Grund bewirkt ja auch gleichzeitig in aller Regel, dass sie besonders empfindlich sind oder anfällig sind oder mit Corona, auch gegen Corona empfindlicher wären als andere. Und die sich selbst auch an alle anderen Regeln halten, mit Abstand und Hygiene und so weiter, die aber unter anderem und hauptsächlich anhand der Damen und Herren Impfgegner ihres Lebens nicht sicher sind. Und dazu würde ich gern Dinge sagen, die ich jetzt hier lieber nicht sage. Aber der Aspekt war mir noch wichtig, auch daran mal zu denken. Okay.